ich meine Kamera und den Stream machen. Warum, weiß ich nicht. Ja, okay, Keine ja. Absicht. Normalerweise es geht's, aber hier kam die Meldung, solange der Bildschirm geteilt ist, geht kein Stream. Okay, na gut, dann müssten wir das sozusagen ohne Gesicht machen. Aber ich denke mal, im Programmheft gibt es ja ein Gesicht zu dir. Und auf der Deshalb, letzten ja. Folie habe ich es auch. Ja, wunderbar, dann ist das ja passend, genau. Ja, bevor sozusagen die einzelnen Leute hier schon mal reinteilen, bin ich schon mal mit dabei. Ja, der Herr Udo Hebschuld und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Schulung, als SLA-Schulung, und haben uns da schon mal ausgetauscht. Ja, und so kam dann auch der längere Kontakt schon seit 1,5 Jahren zustande. Ja, und dann ging es natürlich auch darum, kann man hier auf dem ITSM Horizon gemeinsam sich nochmal präsentieren, beziehungsweise ob er mit seine Themen aufzeigen kann, das ITSM-Thema, und zwar im Bereich Security. Und das fand ich ganz spannend, weil dieser Bereich im IT-Service-Management, den gibt es schon, ja, auch als eigene Disziplin, aber sie fällt immer so hinten ein bisschen runter, wenn man IT-Service-Management nennt. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, sie mit hier dabei zu haben, weil sie ist eine extrem komplizierte, sie ist einer unglaublichen Innovation, negativen Innovation unterworfen, weil immer wieder neue Fälle auftreten oder neue Situationen auftreten. Man muss sich da immer wieder einarbeiten. Und ich habe 1999 habe ich einen Arbeitskreis von einem großen Telekommunikationsprovider in Deutschland mitgeleitet. Und da hatte sich der Abteilungsleiter morgens von 7 bis 9 Uhr immer eingeschlossen und hat immer die aktuellsten Fälle und auch die aktuellsten Standards, Sicherheitsstandards immer durchgelesen, um auf dem Stand zu sein, damit man immer gegenhalten kann. Ja? Und das ist schon eine große Aufgabe, das dauerhaft zu machen. Und deshalb freue ich mich jetzt, den Professor Dr. Udo Kebschul begrüßen zu dürfen, wenn er uns zeigt, wie man sich jetzt, also ist das eine Anleitung, oder wie man dann die Universitäten oder die Forschungseinrichtungen flachlegt? Das weiß ich noch nicht. Ich lasse das einfach mal so dahingestellt mit einem Schmunzler und freue mich auf jeden Fall jetzt und gebe die Bühne frei für den Herrn Dr. Kebschul, Professor Dr. Kebschul. Ganz herzlichen Dank, Robert, vielen Dank. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier heute sprechen darf. Also wir haben ja gestern und heute sehr viel über die neuen Möglichkeiten der IT, des ITSM gehört, über Cloud, KI, Tools, Agilität und so weiter und so weiter. Und ich möchte jetzt einfach heute in meinem Vortrag mal so ein bisschen die dunkle Seite beleuchten und zeigen, wie man sich und wie sich vor allen Dingen die Goethe-Universität, von der ich komme, gegen solche Angriffe eben aufgestellt hat und wie wir versuchen eben größere Schäden zu vermeiden. Es geht hier im Wesentlichen, weil das ja auch eine ITSM-Konferenz ist und man muss das natürlich auseinander. Es gibt ITSM als Service Management, aber auch ITSM als Sicherheitsmanagement. Ich will natürlich jetzt heute über den zweiten Teil reden, aber eben durchaus den Bezug zum Service Management irgendwie herleiten. Nun ganz kurz, wo komme ich her? Die Goethe-Universität, die gibt es erst seit ein bisschen mehr als 100 Jahren. Wir haben 5.000 Mitarbeiter circa. Wir haben einen Jahresetat von 600 Millionen Euro. Da kommt auch die Klinik damit dazu. Dann haben wir die rund 43.000 Studierende. Das waren auch mal ein paar mehr. Schon bis zu 48.000 ging also jetzt dann, und zwar gerade in den Jahren, in denen die Jahrgangsstufe 13 abgeschafft wurde, kam ja ein Ansturm von zusätzlichen Studierenden dazu. 580 Professoren und ja, mit Gästen haben wir rund 60.000 aktive Accounts, 30.000 IPs, 8.000 Telefonanschlüsse. Das soll jetzt nicht irgendwie ein ganz großes, es soll einfach nur eine Möglichkeit, ein Gefühl dafür geben, dass man ungefähr ein Gefühl hat, wie groß die Uni ist. Und es ist halt kein ganz kleiner Betrieb, sondern de facto sind wir in Frankfurt die drittgrößte Universität in Deutschland, wenn man mal die Fernuni Hagen außer Betracht lässt. Einfach nur mal einzuschätzen, wo wir sind. Und wir haben natürlich ein paar ganz besondere Probleme, weil wir gerade durch diesen universitären Forschungs- und Lehrbetrieb uns natürlich nicht abschotten können, wie das vielleicht ein Unternehmen in dieser Größenordnung sinnvollerweise machen würde. Worüber will ich sprechen? Ich möchte zunächst einmal ganz grob über Cyberangriffe im Allgemeinen auf Universitäten und Forschungseinrichtungen kommen.
Ich möchte dabei kurz die letzten Angriffe, sagen wir mal, im letzten guten halben Jahr, halben Dreivierteljahr kurz beleuchten, damit man ein Gefühl kriegt, was da wirklich passiert. Dann kann man daraus ableiten, die Phasen eines Angriffes, wie läuft so ein Angriff typischerweise ab. Und ich möchte dann zeigen, wie wir uns organisatorisch an der Goethe-Universität aufgestellt haben, um uns, wie gesagt, gegen solche Angriffe irgendwie zur Wehr zu setzen und natürlich diesen Vortrag ganz kurz mit einem Fazit eben beenden. Cyberangriffe werden vermehrt auf Universitäten und Forschungseinrichtungen aufgeführt und ich will eben einfach zeigen, wie man mit ITSM, also Service Management, helfen kann, sich dagegen solche Angriffe zu wehren. Und auch wenn die Beispiele sich auf Forschungseinrichtungen beziehen, ich habe irgendwo im Internet gefunden, dass sich der Schaden bei deutschen Wirtschaftsunternehmen zurzeit bei 43,5 Milliarden Euro pro Jahr liegt. Das war für mich eine erschreckend hohe Summe. Und die Aussage war, die Hälfte aller Wirtschaftsunternehmen war Opfer eines erfolgreichen Hackenangriffs. Und wenn Sie jetzt sagen, bei mir ist sowas noch nicht passiert, bei mir gab es das nicht, dann haben Sie es vielleicht einfach nur noch nicht entdeckt. Es kann also gut sein, dass auch, also wenn Sie nach links und rechts gucken würden, wenn in einem realen Saal, würde bestimmt der linke oder der rechte Nachbar Opfer eines solchen Angriffs schon gewesen sein. Vielleicht weiß er noch nichts davon, aber die Hacker, die schlafen nicht, die machen das durchaus. Ja, kommen wir mal zu den Angriffen in der letzten Zeit. Das Ganze begann jetzt, sagen wir mal, in der jüngsten Zeit massiv mit der Universität Gießen, die am 8.12.2019 an einem Sonntag, ich glaube, es war der zweite Advent, haben die Administratoren festgestellt, dass es eine etwas ungewöhnliche für ein Wochenende hohe Aktivität auf ihren Servern gibt. Die waren also tatsächlich mit ihrer Last am Anschlag. Und haben dann ganz schnell festgestellt, dass ihre Systeme mit der Ransomware Ryuk verschlüsselt wurde, dass Teile der Backups zerstört wurden, Fremdzugänge in den Linux-Systemen wurden kurz entdeckt. Die haben dann das gesamte Netz quasi runtergefahren, das heißt also alles abgeschaltet, die Server runtergefahren, um einfach sich ein bisschen Luft zu schnappen und konnten dadurch auch noch Teile der Installation retten, weil nicht überall alles bis zum Ende dann auch verschlüsselt wurde. Passwörter mussten vergeben werden für alle Accounts wurden neu vergeben. Dann konnte Gott sei Dank die Nutzer- und Studierendendaten aus dem Backup wieder rekonstruiert wurden. Das war also möglich. Und dann kam eine lange Phase, die über mehrere Monate ging, bei denen jedes einzelne Endgerät tatsächlich gecheckt wurde, geprüft wurde, neu aufgesetzt wurde, um so langsam Schritt für Schritt wieder in den Regelbetrieb überzugehen. Angeblich, und das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, gibt es immer noch Auswirkungen des Angriffs, die man heute spüren kann. Also nicht alles, was früher reicht möglich war, immer wieder auch bei Videokonferenzen, ist momentan jetzt dann auch tatsächlich in dieser Form möglich, wie es vorher war. Dann kam Maastricht. Maastricht, das wurde am 23.12. gemacht, also unmittelbar kurz vor Weihnachten. Und da ging es genauso. Maastricht hat es nur noch deutlich schlimmer erwischt, weil die ganzen Backup-Verschlüssel waren, denn die Uni hat ganz massiv auf Online-Backups gesetzt und eben keine Bandmaschinen, sodass also die Angreifer einfach die Backups mitverschlüsseln konnten. Dieser Angriff hat den Vorteil, dass er sehr, sehr gut dokumentiert ist, weil die Computerforensiker Foxit einen Bericht online gestellt haben. Es gibt auch Pressekonferenzen, die im Netz einzusehen sind. Und da wurde genau gezeigt, dass der Angriff am 16.17. durch zwei Phishing-Mails, die beantwortet wurden, losgetreten wurde. Am 21. November haben sie einen ungepatchten Server gefunden. Der hat einfach den Patchlauf nicht beendet, sodass also der wieder auf den Zustand davor zurückkam und die Angreifer kannten die Lücke, die haben den auch gefunden. Dann am 23. ging es eben los mit der Clop-Ransomware, die auf 270 Windows-Servern gleichzeitig gestartet wurde oder fast zeitgleich gestartet wurde. Natürlich das Rätselraten groß. Die Erpresser haben rund $220.000 an Lösegeld oder an Geld verlangt, um an den Schlüssel ranzukommen. Und jetzt kommt das Problem an der ganzen Sache. Die Universitätsleitung sah sich gezwungen, auf diesen Deal einzugehen, hat es auch gemacht. Die haben bezahlt und damit war die Uni Maastricht am 6. Januar wieder online.
eine große alternative Wahl hätten sie nicht gehabt, weil die Backups weg waren und mit den Backups waren eben halt auch die ganzen Studierendendaten weg, die ganzen Prüfungsdaten, alte Unterlagen und so weiter und so weiter und das wäre so nicht mehr gegangen. Also es gab eine ganze Menge auch technischer Lessons learned, die damit reingekommen sind und wer sich dafür interessiert, es ist ziemlich spannend, da einfach mal nachzuschauen. Dann die Ruhr-Universität Bochum am 7.5., also Mai 2020. Auch da gab es einen Angriff, allerdings war der nicht ganz so gravierend. Und das Zweite war, der Zugang war über ein Remote-Desktop-Protokoll, hat man festgestellt. Das ist ein kleiner, oder sagen wir, das ist ein Bug letztendlich in den Windows-Systemen. Wenn das RDP durch die Firewall von außen sichtbar ist, was viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne haben, weil so können sie von zu Hause auf ihren Arbeitsplatz-PC zugreifen, gibt es von der Implementierung von Microsoft nach heutigem Stand und nach meinem jetzigen Wissen keine Einschränkung. Das heißt, man kann mit falschen Passwörtern unendlich viele Versuche machen, ohne dass das Ganze irgendwie ausgebremst wird. Und das nutzen die Angreifer natürlich für eine entsprechende Attacke, wo sie einfach aus bestimmten Bibliotheken, die mit Passwörtern bekannt sind, die findet man ja im Netz in einschlägigen Datenbanken, also Kombinationen aus Account, Schrägstrich, E-Mail-Adressen und entsprechenden Passwörtern, die irgendwo geleakt wurden, sodass man die einfach mal der Reihe nach ausprobieren kann. Und wenn man irgendwas findet aus der Domäne der Ruhr-Uni, dann wird es sicherlich auch irgendeinen Rechner geben, wo man mal draufkommt. Da ist also die Empfehlung, das durch die Firewall so zu verhindern, dass man über VPN oder nur über VPN reinkommt, weil dann die entsprechenden Dinge dann ausgebremst werden. Ja. Dann Köln, da war es die Bibliothek, die IT der Bibliothek, die verschlüsselt wurde. Die Server wurden auch hier abgestellt. Es hat rund 60 Server der Bibliothek betroffen, konnte aber durch der Schaden konnte durch die lokale IT-Abteilung behoben werden. Dann 10.9., das ist gar nicht so lange her. Wir haben es, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Vortrag schon mal gehört, die Universitätsklinik in Düsseldorf hatte einen massiven Angriff zu verzeichnen. Da sieht man, dass auch Hacker manchmal Fehler machen, denn eigentlich wollten sie die Universität Düsseldorf angreifen, was man aus dem Erpresserschreiben danach ausgelesen hat. Und es gibt ja geschulte Einrichtungen, die Kommunikation mit Erpressern aufnehmen, gerade im BKA, aber auch in den ganzen Landeskriminalämtern. Und die haben dann auch den Kontakt gesucht und haben die Jungs gefragt, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade getan habt? Und offensichtlich wussten sie es nicht, denn die haben sofort auf ihre Löse oder ihre Erpressung zurückgezogen, haben die Lösegeldforderung zurückgenommen und haben den Schlüssel rausgegeben. Die tragische Sache dabei ist, dass es tatsächlich ein Menschenleben gekostet hat, weil nämlich eine schwer erkrankte Frau, ich glaube, es war ein Unfall, ich weiß es nicht mehr genau, nicht eingeliefert und behandelt werden konnte, deswegen eine andere Klinik überführt werden musste und da leider verstarb. Deswegen gibt es hier auch eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung, die da läuft. Und schließlich HLR, da habe ich jetzt kein spezifisches Logo gefunden. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass die ganzen Hochleistungsrechner, die in Deutschland betrieben werden, Jülich, Garching, die Max-Planck-Gesellschaften, viele Uni-Rechencluster wie Freiburg, Düsseldorf, also die Uni Düsseldorf, nicht die Klinik, Dresden, das KIT, Ulm, haben alle berichtet, dass sie sogenannte Indicators of Compromise, also IOCs, gefunden haben. Das können sein beispielsweise irgendwelche SSH-Zugangsschlüssel, die in Verzeichnissen auftauchen, wo sie nicht hingehören, oder eben ausgetauschte Login-Daemons, die gefunden wurde, oder eben auch Backdoors in Treibern von bestimmten Grafikbeschleunigerkarten, die für die Hochleistungsrechner gerne verwendet werden und solchen Dingen. Da ist man noch nicht so richtig sicher, ob diese Dinge jetzt alle aktuell sind oder ob das Sachen sind, die teilweise nur deswegen jetzt gefunden werden, weil man jetzt halt einfach mal genauer nachschaut. Und bis jetzt ist auch noch nicht so richtig klar, was die Angreifer eigentlich wollen, denn Verschlüsselung von Forschungsrechnern macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt Gerüchte, dass es um Bitcoin-Schürfen geht. Man findet zwar nicht mehr allzu viele Bitcoins mit normalen Rechnern, aber wenn die Stromrechnung jemand anders zahlt, ist es den Angreifern egal. Corona-Forschungsergebnisse waren mal im Raum gestanden. Man weiß noch nicht so richtig, was hier tatsächlich genau das Ziel ist.
Um die Angriffe ein bisschen einzuordnen, Universitäten und Forschungseinrichtungen werden vermehrt als Angriffsziele ins Visier genommen. Es handelt sich um gezielte und sehr, sehr gut vorbereitete Angriffe. Also der wild gewordene Trojaner, der sich irgendwie unkontrolliert im Netz einer Universität oder eines Forschungseinrichtung verteilt, den gibt es nicht wirklich. Sondern die Leute wissen ganz genau, wo sie suchen müssen. Die wissen ganz genau, wie der Angriff laufen soll und führen ihn auch so durch. Forschungseinrichtungen sind oft leichte Opfer. Das hat einfach damit zu tun, dass die Server sehr, sehr häufig von den Arbeitsgruppen selbst administriert werden und damit dezentral laufen. Ich sage mal, die Administratoren sind oft wissenschaftliche Hilfskräfte, sind schlecht ausgebildete, sind teilweise Doktoranden, die das so nebenher noch ein bisschen mitmachen. Und da ist nicht immer der letzte Patch eingespielt. Außerdem sind Forschungseinrichtungen genauso wie Universitäten sehr, sehr offen. Die Studierenden schleppen hier massenweise ihre Laptops rein, verteilen sich im Netz, brauchen Zugang auch zu diesen Infrastrukturrechnern, die teilweise schlecht gewartet sind. Und damit ist es natürlich ein sehr, sehr offenes System. Das haben die Angreifer längst festgestellt. Und sie haben auch festgestellt durch Maastricht, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Das heißt, man kann tatsächlich auch Geld damit machen. Und ja, Forschungsergebnisse und Rechenleistungen sind ebenfalls eine wertvolle Beute. Gerade bei klinischen Studien oder bei irgendwelchen Dingen, die durchaus auch in einem Universitätsnetz verarbeitet werden, denn diejenigen, die die Forschung in Kliniken machen, sind ja gleichzeitig auch Professoren in den jeweiligen Unis. Das sind durchaus auch spannende Dinge, die hier laufen und von denen will man nicht, dass die irgendwie veröffentlicht werden. Ja, wie sieht so ein Angriff typischerweise aus? Also die erste Phase ist, den Zugang zum Netz zu erhalten. Die zweite Phase ist eine langwierige, mehrmonatige Analyse des Campusnetzes. Das heißt, da werden wirklich ganz genau geschaut, welche Rechner sind von welchem Subnetz aus erreichbar. Die dritte Phase sind dann der Zugang zu weiteren Systemen und gesicherten Netzbereichen. Das heißt also auch die ersten Server, die dann auf die Art und Weise geknackt werden, Firewalls, die umgangen werden können, um beispielsweise in gesicherte Netzbereiche zu kommen. Oder es geht darum, Administratorrechte zu halten. Ein ungepatchter Server mit irgendeiner Privilege Escalation Lücke oder irgendwie sowas kann hierfür verwendet werden. Dann wird in der Regel ein dauerhafter Administratorzugang eingerichtet, sogenanntes Backdoor, damit man auch zukünftig aufgreifen kann. Dann wird versucht, die Backups zu zerstören. Wie gesagt, entweder löschen, überschreiben oder eben verschlüsseln oder unbrauchbar machen, könnte man vielleicht auch noch sehen. Ja, der nächste ist dann tatsächlich der Angriff. Da sucht man sich möglichst einen Tag aus, wo die Administratoren nicht unbedingt gerade im Büro am Schreibtisch sitzen. In der Regel sind das Tage vor Pfingsten, Tage vor Weihnachten oder eben halt zumindest ein Wochenende. Und last not least kommt die Lösegeldforderung mit der Möglichkeit, in Kontakt zu machen. Dieses Ding bezeichnet man auch als Cyber Kill Chain. Die gilt jetzt, so wie ich sie jetzt hier dargestellt habe, wie wir sie aus den Universitäts- und Forschungseinrichtungsangriffen rausgelesen haben, natürlich auch für jedes Unternehmen. Da ist kein großer Unterschied. Das heißt, das Ding ist, wie gesagt, als Lockheed Martin Cyber Kill Chain bekannt. Und der Vorteil ist, wenn man an irgendeiner Stelle hier eine Möglichkeit findet, das Ganze zu unterbrechen, dann ist dieser Angriff eigentlich schon von vornherein vereitelt. Und das heißt, man sollte natürlich relativ früh, am besten schon mal gar keinen Zugang zum Netz erhalten, dann bei der Analyse des Campusnetzes mit Intrusion Detection Systemen suchen, ob was hier passiert, versucht hier jemand, der unberechtigt ist, reinzukommen und so weiter und so fort. Das heißt, je früher man erkennt, dass hier ein Angriff stattfindet, desto besser kann man sich an dieser Stelle dann auch dagegen wehren. Wo kommen die wertvollen Informationen her, die man braucht? Nun, das sind im Wesentlichen Netzwerkinformationen, es sind Systeminformationen wie Nutzernamen, Gruppennamen, irgendwelche Patch-Levels, eingesetzte Betriebssysteme. Bei den Netzwerkinformationen sind es Domainnamen, Firewalls, IP-Adressen erreichbarer Systeme, Websites und so weiter. Und natürlich allgemeine Informationen über die Einrichtung. Ja, und wo kommen die her? Sie glauben nicht, worüber man alles Mögliche über eine Firma, über Personen, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren kann.
Und es gibt tatsächlich auch professionelle Tools, die man einsetzt, um diese Informationen so zu sammeln, dass man sie aus einer MySQL-Datenbank dann auch über eine Firma entsprechend auch abfragen kann. Das dient dazu, gezielte Phishing-Mails auszusenden. Das nennt man Spear-Phishing. Man kann diese Dinge tatsächlich dann auch zusammensetzen, kann dann Vertrauen aufbauen und bringt die Leute dann auch tatsächlich dazu, ihre Account-Passwort-Kombination irgendwo reinzuhacken. Einer der letzten Versuche, bei uns reinzukommen, ging über ein Lernmanagement-Tool. Das ist bei uns OLAT. Da haben die Angreifer 1:1 nachgebildet, wie die Meldungen normalerweise aussehen, die das System nach außen bringt. Sie haben das dann an Studierende, aber eben halt auch an entsprechende Dozenten verteilt, mit einer Mail, deren Inhalt nicht so ganz klar war, aber durchaus im Deutschen, also sagen wir mal, ohne Rechtschreibfehler verständlich. Ja, und jeder, der sich dann versucht hat, in der Seite, die ansah, wie die echte Anmeldeseite dort reingekommen ist, hat dann natürlich sein Passwort und sein Nutzeraccount angegeben. Was die Angreifer allerdings falsch gemacht haben, ist, sie haben diese Daten auf ihrem Server, von dem aus sie den Angriff gestartet haben, im Klartext in der Textdatei abgelegt, sodass wir mitschauen konnten, mitlesen konnten, wer gerade jetzt mit seinem Passwort nach draußen gegangen ist, und konnten die Accounts auch entsprechend sofort sperren. Und man soll es nicht glauben, es sind tatsächlich über 30 Leute auf diesen Angriff reingefallen. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass es in Maastricht 2 gefischte Accounts waren und da mit diesem Angriff gingen über 30 raus, dann kann man sehen, dass doch eine ganze Menge an Awareness-Kampagnen noch notwendig sind. Ich komme zur zweiten Frage, wie ist das Sicherheitskonzept an der Goethe-Universität aufgestellt? Wir haben an oberster Stelle das Präsidium, vertreten durch die Präsidentin und den Kanzler. Wir haben 2 Sicherheitseinrichtungen eingeführt. Das eine ist das sogenannte Sicherheitsmanagement-Team, das SMT. Das ist verantwortlich für die organisatorische Sicherheit. Und das zweite ist das, wir nennen das GU-ZERT. Das ZERT steht für Computer Emergency Response Team. Das ist für die operative Sicherheit zuständig. Und damit wir die Aufgaben ganz klar geklärt haben, der einzelnen Einrichtungen, haben wir dazwischen eine IT-Sicherheitsordnung gebastelt. Diese IT-Sicherheitsordnung regelt genau die Aufgaben vom SMT und dem ZERT und zeigt auch, wie die Reporting-Wege letztendlich aussehen müssen. So, dann hat das Sicherheitsmanagement-Team eine sogenannte IT-Sicherheitsrichtlinie entwickelt, die verlangt von allen Abteilungen, die es an der Universität gibt, dass lokale IT-Sicherheitsbeauftragte mit der IT-Sicherheit für die in ihrem Zuständigkeit zu verantwortenden Systeme eben sorgt. Da steht genau da drin, wie zum Beispiel allgemeine Risikobewertungen gemacht werden müssen. Da steht auch drin, welche Dinge erlaubt sind, welche Dinge eben nicht erlaubt sind, so dass der lokale IT-Sicherheitsbeauftragte sozusagen eine Vertragsgrundlage hat, an die er sich halten kann. Um eine Größenordnung hinzukriegen, wir haben über 70 lokale IT-Sicherheitsbeauftragte an der Universität. Ja, und dann gibt es ja noch die User, also die Nutzerinnen und Nutzer, die letztendlich mit den Systemen arbeiten. Und für die wurden sogenannte Handlungsempfehlungen entworfen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Exzerpt der Richtlinie auf eine Sprache gebracht, dass die Nutzerinnen und Nutzer das auch verstehen. Da geht es zum Beispiel, welche Daten kann ich in einer Cloud speichern, ohne mich da irgendwie zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Was ist ein sicheres Passwort? Wie reagiere ich mit E-Mails? Und so weiter und so fort. Also genau diese Dinge, die sind alle hier genau in Handlungsempfehlungen zu einem bestimmten Thema zusammengefasst. Und die macht es den Nutzerinnen und Nutzer eben einfach, sich innerhalb des Rechnernetzes der Universität einigermaßen sicher zu bewegen. Ja, und was sind die ganzen Aufgaben der IT-Sicherheitsprozess organisatorisch? Da steckt die Entwicklung und die Fortschreibung der IT-Sicherheitsrichtlinie drin. Da steckt drin die Entwicklung und Fortschreibung von Handlungsempfehlungen. Auch das macht das SMT. Immer wenn ein neues Thema kommt, dann setzen wir uns hin und machen so ein 1- bis 2-Seiter und schreiben auf, wie wir mit dieser Bedrohungslage umgehen wollen, so dass die Nutzerinnen und Nutzer das auch verstehen können. Dann eine Analyse, Bewertung der IT-Sicherheitsrisiken und mit einem entsprechenden Bericht auch an die Ministerien. Und schließlich natürlich die Schulung der Administratorin und der Nutzerin. Wir sind da so, dass wir das auch tatsächlich in echten Schulungen mit einer Online-Schulung machen. Das ist so eher für die Endnutzer gedacht.
Dort kann man sich durch Filmchen und durch eine sag ich mal, Präsentation durchklicken mit einem anschließenden Test. Das sind so 15 Fragen und wenn die richtig beantwortet sind, gibt es ein Okay, sodass man sich im besten Fall sogar ein kleines Zertifikat ausdrucken kann. Auf der operativen Seite gehört der Design von Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen, also auch Firewall-Regeln und so weiter dazu. Dann machen wir regelmäßige Sicherheitstests und Sicherheitsübungen, um einfach zu schauen, wo wieder neue Lücken aufgetaucht sind. Abwehrbehandlung von Security Incidents. Wir haben den Gießenern tatsächlich auch geholfen, ihre Systeme wieder ans Laufen zu bringen. Da waren regelmäßig 2, 3, 4 Leute aus Frankfurt, aus unserem ZERT dort vor Ort und haben den Kollegen einfach ein bisschen unter die Arme gegriffen, wo immer das möglich war. Und schließlich auch Reviews der IT-Security-Maßnahmen, einfach um sicherzustellen, dass die Sachen immer noch up-to-date sind und in den ganzen Ablauf noch passen. Der Prozess selber ist bei uns ein fortlaufender Prozess. Der beginnt mit der Risikoanalyse und der Definition von Sicherheitsanforderungen, die durch das Sicherheitsmanagement-Team durchgeführt werden. Dann wird die IT-Abteilung, der ich vorstehe, gefragt, ob man die Sachen auch so umsetzen kann. Wenn das okay ist, geht es in die entsprechende vertragliche Ausgestaltung. Es gibt sozusagen ein SLA mit Sicherheitsanforderungen und entsprechend messbaren Größen, die umzusetzen sind. Dann geht das SMT, das macht das Ganze als OLA mit der IT-Abteilung. Also dieses SLA wird im Grunde genommen mit dem Präsidium abgeschlossen, sodass also hier sicher ist, klar ist, was umsetzbar ist. Und dieses OLA geht mit der IT-Abteilung, weil hier drin steht, welche Dinge dann auch tatsächlich wie zu machen sind und wie sie auch gemessen werden können. Ja, dann wird das Ganze natürlich implementiert. Und wir berichten dann auch über den Sicherheitsstatus und Testergebnisse. Das ist auch das, was wir für die jährliche Meldung oder Bericht an das Ministerium brauchen, aber auch das, was die Grundlage ist von Meldungen bei konkreten Sicherheitsvorfällen. Ja, und dann wird das Ganze überarbeitet und der Kreislauf beginnt im Wesentlichen von vorne. Ja, dann komme ich schon zu meinem Fazit. IT-Sicherheit ist Chefsache, das ist eine CIO-Geschichte. Das heißt also, ohne dass der CIO, der im Präsidium verankert ist, dahinter steht, kann man auf unterster Ebene machen, was man will. Man kriegt da dann sein eigenes Rechenzentrum einigermaßen sicher. Aber wenn die restlichen Abteilungen nicht in den entsprechenden Prozess mit eingebettet werden, dann wird die Uni als Ganzes niemals sicher sein. Das kann in einer Richtung nicht sein. Das heißt, es muss wirklich eine Art Governance vorhanden sein, die dafür sorgt, dass diese Maßnahmen auch tatsächlich alle umgesetzt werden. Dann die IT-Sicherheit wird als Kostenfaktor oder meist als Kostenfaktor oder gar als Behinderung der Geschäftsprozesse verstanden. Auch das ist ein Thema, was man wirklich diskutieren muss. Denn klar, wenn wir uns an irgendwelche Richtlinien oder Rahmenbedingungen halten, die auf der einen Seite, ich sag mal, die Sicherheit erhöhen, gibt es bestimmt den einen oder anderen Administrator in einem Fachbereich, der dann sagt, das ist mir alles zu kompliziert, ich will das viel einfacher, viel lockerer handhaben und schon sind die ganzen Sicherheitsmechanismen der Universität ausgehebelt. Das heißt also, man muss wirklich auch gucken, dass man an dieser Stelle schon versteht, dass diese Behinderung der Geschäftsprozesse notwendig ist, um gewisse Sicherheitslevel zu erhalten. Und was die Kostenfaktor angeht, ist auch klar, jeder erfolgreiche Angriff ist um ein Vielfaches teurer als das, was man vorher in die IT-Sicherheit investieren muss, um ein gewisses Maß zu holen. Ja, regelmäßige Überwachung der IT-Sicherheitsgrößen und entsprechende Übungen, die stattfinden, auch das muss man natürlich regelmäßig machen und natürlich auch die planvolle Einführung von Maßnahmen verhindert die Feuerwehreinsätze nach Sicherheitsvorfällen. Also wir haben in der Schublade tatsächlich Listen von Leuten, die wir informieren bei entsprechenden bei entsprechenden Angriffen oder eben halt auch Verfahren definiert, Prozesse definiert, wie wir in einem Falle eines solchen Angriffs dann auch wirklich vorgehen. Bis jetzt haben wir die alle Gott sei Dank so noch nicht gebraucht. Also wir sind Gott sei Dank bisher von größeren Dingen verschont geblieben. Wir hatten kleinere Angriffe, wir hatten auch kleinere Verschlüsselungsattacken.
aber die liefen alle so weit unterm Radar, dass nur einzelne Institute oder nur einmal ein Fachbereich betroffen waren. Das hat sich Gott sei Dank nicht weiter ausgebreitet, sodass wir das relativ sauber dann auch wieder behandeln und konnten. Das heißt, wir konnten auch sicherstellen, dass es keine größeren Dinge dann auch passiert sind. Ja, das war's schon von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, natürlich sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank, Udo, für die ausführlichen Darstellungen. Also ich denke mal, wir haben es miterlebt oder mitgelitten sozusagen in dem Vortrag mit den ersten Attacken. Jetzt die Frage von meiner Seite, die erschließt sich wahrscheinlich fast schon aus der Frage heraus, gegen organisierte Cyberkriminalität hilft sozusagen nur ein organisiertes Security Management, oder? Das ist die Aussage. Ja, genau, das ist der Punkt. Also die Aussage ist, man muss sich entsprechend aufstellen. Ich mache mal gerade mein Bild an, dann kann man mich sehen. Mhm. Jawohl. Ja, also man muss sich entsprechend aufstellen und die Aussage geht eigentlich in ein bisschen eine andere Richtung auch noch zusätzlich. Das heißt also natürlich, je mehr man sich organisiert hat, desto kontrollierter kann man auch auf einen solchen Eingriff reagieren. Das ist die eine Sache. Und man muss sich da tatsächlich auch wirklich im Vorfeld Gedanken machen, was man wie macht. Die Leute schulen, die Leute aber auch zusammenschweißen. Ja, weil es nützt nämlich nichts, wenn es einzelne Koryphäen gibt, aber der ganze Rest dann wie ein Hühnerhaufen durch die Gegend läuft. Ja. Das heißt, in dem Fall muss man wirklich auch sich überlegen, wie geht man planvoll vor, damit man sich am Ende nicht gegenseitig auf den Füßen steht. Okay. Und okay, die große Herausforderung ist wahrscheinlich, das Planvolle für eine nicht bekannte Attacke sauber zu organisieren. Also man weiß nicht, was kommt, aber will trotzdem planvoll vorgehen. Ne? Ja, man muss es auch wirklich üben. Also eine der ersten Sachen, die wir hatten, war Notfall-Webseiten, die man kurz schalten kann, wenn unser Hauptwebserver irgendwie offline geht. Ja? Mhm. Und da ist schon die Frage, ja, wie kriegt man diese Webseiten dann tatsächlich ins Netz? Weil, ich sag mal, viele DNS-Server cachen die alten IP-Adressen. Wenn ich einfach nur die IP-Adresse ändere, dann schaue ich immer noch auf den alten, so lange bis nach mehreren Stunden, vielleicht sogar einen Tag, die Caches abgedatet werden und erst dann die neue IP-Adresse propagiert wird. Mhm. Das heißt, es sind dann tatsächlich Dinge, an die man in dem ersten, Versuch gar nicht oder in der ersten Näherung gar nicht denkt, die aber trotzdem wichtig sind, damit das Ganze auch so funktioniert. Das kam bei uns jetzt in einem anderen Kontext. Wir hatten tatsächlich einen IT-Ausfall im Rechenzentrum, wo wir dann wirklich mal auf diese Seiten schalten wollten, haben festgestellt, geht so gar nicht. Ja. Also man muss wirklich den Load Balancer dann umbauen, damit er die alte IP-Adresse einem neuen Rechner gibt. Okay. Ich habe noch eine weitere Frage. Wenn jetzt die... Ah, jetzt kommen auch schon hier erste Fragen gleich rein. Wenn einige Unternehmen, die ja nicht unbedingt... also die viele Sachen on-premise haben, wenn die sich jetzt umstellen auf 100% Cloud, dann würden sie ihr Security Management da signifikant wahrscheinlich entlasten, oder? Weil ich sage mal so, auf so einer Azure Cloud, die sind ja nach so und so vielen Security-Standards zertifiziert. Da würde man sich dann sagen, okay, aus der 5-Personen-Abteilung wird dann nur noch so eine kleine nebenher 450-Euro-Kraft. Ne? Na, ich denke mal, das geht ja da auf mehreren Ebenen der IT-Sicherheit. Also in dem Fall sicherlich auf Maschinenebene mag das so richtig sein, aber wenn man die Löcher in die Anwendung haut, dann hat man am Ende des Tages auch nichts gewonnen. Also okay. Es ist nach wie vor, ich glaube, das Hauptproblem sind nicht so sehr die Löcher, die man so auf Maschinenebene im Datencenter hat, sondern die Löcher kommen einfach durch die Anwenderinnen und Anwender beziehungsweise durch die Anwendungen, die letztendlich Dinge verlangen. Also ich meine, es gibt heute noch Anwendungen, die einfach verlangen, dass die Firewall sozusagen jeden nach Belieben freie Ports verfügen kann und solche Dinge. Ja? Mhm. Das heißt, die kann ich mit der Firewall gar nicht sinnvoll zumachen. Ja. Und solche Sachen. Das heißt also, die Arbeit wird dadurch nicht weniger. Im Gegenteil, es wird sogar schwieriger, weil jetzt bewege ich mich ja aus einem gesicherten Bereich raus über eine VPN-Verbindung in ein solches Netz rein. Und das macht die Sache nicht wirklich einfacher. Okay, dann habe ich, hier sind zwei Fragen. Wie eng arbeiten Sie mit der Anwendungsarchitektur zusammen? Gut, das ist eine gute Frage. Wir entwickeln ja relativ wenig Software selber, wir nutzen die nur. Und das heißt, wir müssen eigentlich mit den Anbietern oder den Herstellern anbieten und zusammenarbeiten, die solche Software liefern.
Und das ist manchmal haarsträubend. Also eine Trennung von Anwendung und Datenbank ist nur ganz selten tatsächlich gewährleistet. Jetzt haben wir aber aus Datenschutzgründen die Datenbank in unserem gesicherten Netz und ich bin nicht gewillt, eine Firewall in die Firewall dazwischen ein Loch zu bauen. Ja, verstehe ich. Das heißt also, wenn es so monolithische Dinge sind, wo bei der Firewall in der Anwendung und die Datenhaltung im selben Subnetz passieren müssen, dann wird es ganz schnell ziemlich schwierig. Okay, passt. Dann habe ich noch eine Frage. Wie stellen Sie sicher, dass alle Nutzer Ihre Schulungsmaßnahmen wahrnehmen? Im Moment noch gar nicht. Es gibt Bereiche, in denen das vorgeschrieben ist. Das heißt, alle 2 Jahre fängt so ein E-Mail-Roboter an, erstmal eine Mail zu schicken, dann schickt er 4 Wochen später die zweite Erinnerungsmail, dann geht es irgendwann in den 14-tägigen Modus und irgendwann sind wir beim Tagesmodus und irgendwann klicken die Leute da drauf und machen die Schulung, weil das Ganze hört erst auf, wenn der Test bestanden ist. Okay. Das ist die Idee dahinter. Allerdings muss ich sagen, das ist bis jetzt noch eine Idee, die am CERN beispielsweise genauso umgesetzt ist. Wenn man das nicht tut, hat man irgendwann keinen Zugang mehr zum Netz. Mhm. An der Uni Frankfurt haben wir das so noch nicht gemacht. Wir machen Werbekampagnen. Wir versuchen das für die Neuankömmlinge, also sowohl Studierenden als auch Mitarbeitenden, so weit umzusetzen, dass die das freiwillig machen in der Punkt der Begrüßung. Und ansonsten an jeder Gelegenheit, überall, wo es irgendwo geht, machen wir Werbung dafür, dass diese Tests durchgeführt werden. Und ja, dadurch, dass so viele Angriffe in der Vergangenheit auch passiert sind, kriegen wir dann schon auch mit, dass die Leute bereit sind, die, sagen wir mal, halbe Stunde, die es kostet, die Schulung durchzuführen, auch wirklich zu machen. Ja. Super, klasse. Ja, das Denkmal waren die Fragen. Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Ja. Hat mich sehr, sehr gefreut, den Beitrag damit mitgestalten zu dürfen, beziehungsweise auch miterleben zu dürfen. Ich denke mal, du bist vielleicht noch ein bisschen da auf der Plattform unter Udo Kebschul, unter der Suche findet man dich auf jeden Fall nochmal. Gut, ja. Und dann für weitere Fragen, die nochmal vielleicht aus dem Auditorium kommen, würde ich mich natürlich freuen. Und dir noch einen angenehmen Aufenthalt und allen anderen natürlich auch einen angenehmen Aufenthalt. Ich muss mir jetzt auch noch mal schon ein bisschen kurz was Mittagessen und dann um 12:45 werde ich auch noch mal einen Vortrag halten, wie man flächendeckend einen IT-Service-Katalog hat. Ansonsten schalte ich hier jetzt gleich eine Folie. Um 15.15 Uhr geht es hier in diesem Stream wieder weiter. Vielen Dank, Udo. Bis bald. Gute Zeit an die Runde. Tschüss. Sehr gerne. Danke. Tschüss.